Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Erstmal vielen, vielen Dank für eure ganzen Glückwünsche, was die 1000 Abonnenten-Marke angeht. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Es ging auch wirklich sehr gut vorwärts jetzt die letzten Monate. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Und dann macht man sich natürlich Gedanken, was macht man vielleicht als Special? Soll ich ein spezielles Video aufnehmen? Soll ich vielleicht ein Giveaway raushauen? Vielleicht eine Gaming-Tastatur, eine Gaming-Maus, irgendwas in der Art? Lasst mir mal eure Wünsche in den Kommentaren da, was ich machen soll. Und dann schauen wir mal, wie wir das realisieren können. Ich würde mich sehr freuen auf eure Rückantwort. Jetzt geht's los mit dem Video. Viel Spaß dabei. Und da wären wir auch schon. Heute widmen wir uns Memory PC und zwar den Freaky Friday Angeboten. Unsere Einkäufer so und die Mitbewerber so. Ja, das kann jeder jetzt gleich für sich selber auslegen. Wir schauen mal, was es hier so Feines gibt. Und zwar gibt es hier verschiedene Systeme und auch Hardware-Komponenten. Und ich habe mir einfach mal diesen hier rausgesucht. Der hat ein dickes Prozentzeichen da oben dran. Ich denke, den können wir mal gut auseinandernehmen. Bevor es zu Missverständnissen kommt, auseinandernehmen heißt nicht, ich nehme Memory PC auseinander, sondern das System. Das ist wohl mal irgendwann in den falschen Hals gelangt, aber gut, von mir aus. Schauen wir mal. Wir haben hier den Gaming PC AMD Ryzen 7 5800X, bla bla bla. Das sind nur die technischen Daten. Und wir starten mit dem Gehäuse, der SQ Tower 01 RGB Schwarzglasfenster, ja, den habe ich so nicht gefunden. Deren eigene Internetseite von SQ, die ist leider auch down. Das heißt, ich musste schon mal ein ähnliches Gehäuse nehmen. Der Rest sollte aber stimmen, was ich zusammenstelle. Zumindest größtenteils, was so die Hardware-Komponenten angeht. Ich habe einfach mal als Vergleich das Shakun TG4 RGB genommen. Ich denke, da sind wir in so einem Mittelbereich, was auch gut vertretbar ist. Das hat auch vom Design her jetzt nicht so viele Unterschiede. Das kostet 59,36 € bei Mindfactory, das packen wir einfach mal so in den Warenkorb. Als nächstes haben wir das Netzteil, Be Quiet System Power 9 700 Watt. Sehr schön. Gute Marke, gute Leistung, für das System auf jeden Fall angemessen. Ist auch nicht jetzt zu viel, ist genau passend, man hat noch ein bisschen Luft nach oben, das ist okay. Und das kostet bei Mindfactory 63 €. Ja, brauche ich nicht mehr viel zu sagen, das Netzteil ist in Ordnung soweit. Mainboard MSI B550-A Pro. Ja, der B550-Chipsatz, das ist natürlich dem Ryzen geschuldet und der Grafikkarte wegen auch PCI Express 4.0 und ähnlichem. Man kann natürlich sowas auch auf einem B450er betreiben, da geht euch ein bisschen Leistung flöten. Ist jetzt nicht so viel, aber es ist halt sonst schade drum. Aber hier passt es. Hier ist es auch schon, kostet 108 € bei Mindfactory. Ist jetzt nichts Besonderes. Hatten wir jetzt schon öfter dieses Board. Hier oben habt ihr ein M.2, also ein NVMe-Slot. Dann habt ihr hier die Grafikkarte sitzen, da könnt ihr von mir aus noch eine WLAN-Karte reinstecken und hier zum Beispiel eine Capture-Karte. Ihr kennt das Spielchen ja schon. Hier unten haben wir tatsächlich noch einen N.2-Slot für eine NVMe-Festplatte, für eine WLAN-Karte, ähnliches. SATA-Anschlüsse, 4 RAM-Bänke, das heißt, ihr könnt noch erweitern, überhaupt kein Problem. Ja, von den Anschlüssen her ist es mehr so grundsolide. Ihr habt hier vorne einen PS-2-Anschluss, den ihr sowieso nicht benutzt, zweimal USB 2.0, DisplayPort, HDMI, was ihr auch nicht benutzt, weil der Ryzen keine Grafikeinheit hat. Solltet ihr mal irgendwann einen Ryzen einbauen mit Grafikeinheit, könnt ihr die natürlich auch benutzen. Nochmal zweimal USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, USB-C. Dann habt ihr hier noch die ganz normalen Klinkenanschlüsse auch für ein 7.1-System. Das passt soweit. Und ein Netzwerkanschluss. Also wirklich ein grundsolides Board. Nichts Spezielles, aber es reicht für dieses System völlig aus. Packen wir für diese 108 € bei Mindfactory in den Warenkorb. Der Prozessor, ein AMD Ryzen 7 5800X, 8x3,80 GHz, ist für euch dann quasi ein 16-Kerner, sag ich mal. Also es werden 16 Threads angezeigt im Task Manager. Ich habe diesen Prozessor selber. Ich bin sehr zufrieden. Ich streame darüber, ich rendere darüber. Das passt. Zocken natürlich sowieso. Und kostet aktuell bei Geizhals 389 € beziehungsweise bei Equipper. Ja, sonst brauche ich da eigentlich nichts mehr so zu sagen. Der Prozessor ist sehr solide. Hat eine TDP von 105 Watt. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Und zwar genau jetzt. Und zwar haben wir als Prozessorkühler den Alpenföhn Super Silent SI3. Den SI3 konnte ich jetzt so leider nicht finden. Ich habe den SI2 gefunden. Hier ist er auch schon für 16,90 € bei Case King. Packen wir so einen Warenkorb. Jetzt ist natürlich die Sache, der hat eine TDP von 125 Watt. Ihr erinnert euch, der Ryzen hatte 105 Watt. Das reicht aus, aber der wird gut warm und auch gut laut. Zum Beispiel eine Wasserkühlung von Enermax hätte in dem Fall 350 Watt. Das ist eine 240er. Die sieht dann so aus, ihr kennt die ja von verschiedenen Bildern. Es gibt ja auch noch als 360er, 120er. Da habt ihr auf jeden Fall mehr Luft nach oben, falls ihr auch mal übertakten wollt oder ähnliches. Das ist ziemlich knapp bemessen mit dem Lüfter. Wie gesagt, er reicht, aber er wird laut. Gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Als Arbeitsspeicher haben wir 16 GB DDR4, ja, im Dual-Channel, das weiß ich zumindest, ich weiß aber nicht, welcher Hersteller. Selbst wenn man hier auf Konfigurieren klickt,
bekommt man hier keine richtigen Daten. Man kriegt hier 16 GB, DDR4 Dual Channel, 2x8 GB, aber nicht welcher Hersteller euer ähnliches. Es scheint aber auch so, der Corsair Vengeance zum Beispiel, RGB Pro plus 32,90 €, das müsste irgendwas um den G-Skill Aegis sein oder auch Corsair Vengeance nur ohne RGB. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie auch 3200 MHz genommen haben, aufgrund dessen, weil der Ryzen das einfach so haben muss, der 5800. Also er muss es nicht, aber das sind seine Specs. Es wäre unvernünftig, was Geringeres da reinzubauen. Also nehmen wir unseren allseits bekannten G-Skill Aegis DIMMKit 16 GB DDR4 3200 MHz bei Mindfactory für 81,49 € und das packen wir so in den Warenkorb. Jetzt wird's interessant mit der Grafikkarte, so wie immer eine AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB. Da haben die jetzt auch keinen speziellen Hersteller rausgesucht, sondern ich schätze mal, die lassen sich das offen, kriegen verschiedene Chargen und dann müssen sie halt gucken, wie sie klarkommen. Wir nehmen jetzt einfach mal eine von MSI, das ist realistisch. Und zwar haben wir hier die MSI Radeon RX 6700 XT Mech 2. Die ist jetzt natürlich auch übertaktet, aber es ist halt ein realistischer Preis mit 819 € bei Mindfactory. Die packen wir so in den Warenkorb. Habe ich selber auch. Nicht MSI, ich habe eine Sapphire Nitro Plus. Aber die Dinger, die rocken. Vor allen Dingen mit einem 5800er Ryzen. Ist eine gute Kombination, auf jeden Fall. Festplatte 1 ist eine 500 GB Samsung NVMe SSD. Da wissen wir, welcher Hersteller es ist. Wir wissen auch, dass es eine 970er ist. Die habe ich nämlich in der Konfiguration so gesehen. Und die kostet bei Mindfactory 83,80 €. Die ist sogar noch einen ganzen Tick schneller wie eine Crucial P1 oder eine Kingston oder ähnliches. Die hier hat jetzt 3500 MB im Lesen und 3200 im Schreiben. Eine Crucial hat, glaube ich, 2000 im Lesen und 1700 im Schreiben. Also mit der seid ihr etwas schneller unterwegs. Macht jetzt für euch zum Zocken keinen großen Unterschied. Ist aber auch schön, dass sie drin ist, weil wenn ihr viele Daten hin und her schiebt, hilft euch das ungemein. Als zweites haben wir noch eine 1 TB HDD. Ja gut. Das ist halt meistens bei diesem System mit dabei, ob ihr da jetzt Seagate, Toshiba, Western Digital ähnliches nimmt, das ist völlig egal. In unserem Fall nehmen wir jetzt einfach mal eine Seagate Barracuda, das ist auch realistisch, die wird auch sehr oft verbaut. Kostet 33,40 € bei Mindfactory und packen wir so in den Warenkorb. Dazu bekommt ihr noch Windows 10 Home 64-Bit, ja gut, das ist jetzt kein großes Thema. Hier haben wir sie auch schon, die Home 32-64-Bit Variante für 26,94 € bei MySoftware, packen wir so in den Warenkorb. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis tatsächlich. Und zwar haben wir hier die HDD, hier haben wir die SSD, hier haben wir den Prozessor, hier haben wir den RAM, hier haben wir die Grafikkarte, hier ist das Board, der Lüfter, wo wir eine Alternative nehmen mussten. Rechnet ruhig noch einen Zehner später drauf. Können wir gleich einfach machen, ist kein großes Ding. Weil der SI3, der war jetzt halt einfach nicht verfügbar. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt unbedingt teurer ist wie der SI2. Dann haben wir hier das Shakun TG4 RGB-Gehäuse. Da haben wir ja auch eine Alternative genommen, die so ähnlich aussah zumindest. Be Quiet System Power 9700 Watt, vernünftiges Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 1681,39 €. Das System soll kosten 1879 €. Im Angebot. Das Teil ist über 200 € teurer, obwohl es im Angebot ist. Zur Selbstbauweise. Und ich empfehle euch jetzt mal was. Von der Konfiguration her ist dieses System okay. Kann ich nicht meckern. Ist gut konfiguriert, hat ja genug RAM auf jeden Fall zum Zocken erstmal. Ihr könnt natürlich hinterher erweitern, das Board lässt das zu, was schon mal gut ist. Ihr könnt den Speicher auch noch erweitern und ähnliches, aber 200 € im Angebot zu teuer. Gegenüber Selbstbauweise. Und die Teile sind verfügbar bei Geissals. Die könnt ihr jetzt alle so in den Warenkorb schmeißen und kaufen. Ich würde mir das schwer überlegen, ob ich mir das jetzt unbedingt antun würde. Schaut mal ruhig bei YouTube nach einigen Anleitungen, nimmt dann diesen Warenkorb, ich könnte den euch theoretisch auch mal teilen, und dann bastelt das Ding eben selber zusammen. Das ist keine große Sache, wirklich nicht. Viele haben immer Angst davor, baut selber. Dann habt ihr 200 € gespart. Selbst wenn ihr diese Komponenten jetzt bei Mindfactory finden würdet, Mindfactory nimmt dafür 150 € fürs Zusammenbauen. Und dann habt ihr es professionell zusammengebaut da stehen. Also ich würde es auf jeden Fall nicht bestellen. Ich finde es auch irgendwo ein bisschen dreist, dass das als Angebot gilt. Gut, ihr müsst natürlich selber rechnen, aber wir haben hier Endkundenpreise und die haben Einkaufspreise. Da ist schon eine gewisse Marge drin. Also 200 € ist definitiv zu viel zum Zusammenbauen, man muss es einfach so sagen. Gut, ihr habt meine Meinung gehört. Wenn ihr dieses System jetzt mal irgendwann gekauft habt, ihr habt jetzt nichts falsch gemacht. Es ist zum Zocken sehr gut. Gar keine Frage. Ist schon so ein Mittelklasse-Gerät auf jeden Fall. Aber es ist leider zu teuer. Und ich habe auch mitgekriegt in einigen Foren, dass bei diesem Gehäuse, diese Frontlüfter, die hierbei sind, wohl auch Probleme machen. Die könnt ihr natürlich auch tauschen. Da müsst ihr euch sowieso damit auseinandersetzen. Also baut ihn direkt selber, überhaupt kein Problem. Wenn ihr Hilfe braucht, fragt eben im Discord nach. Da gibt es viele Leute, die euch helfen. Ich unter anderem auch. Ich kann euch auch da so ein bisschen anleiten. Ist überhaupt kein Problem. Oder ihr guckt euch meinen PC-Baustream an. Das zweite Video auf meinem Kanal. Der ist zwar vom Kabelmanagement her so ein bisschen für die Tonne, aber es hat funktioniert. Von daher. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Freue mich auf das nächste Mal. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und ciao, ciao. Yeah.